Tag. Hallöchen und grüßt euch. Heute bin ich mal hier mit einem ganz anderen Video, was sich hinter einem ganz traurigen Hintergrund verbirgt. Und zwar ist der Anlass dieses Videos ziemlich, ziemlich traurig. Allerdings machen wir was Schönes draus, und zwar haben sich ja manche gewünscht, da habe ich mir sagen lassen, dass sie sich mal eine Roomtour wünschen, und ich habe dann in den Kommentaren geschrieben, halt als ich die Fragen beantwortet hatte, dass sowas erst später kommen wird, aber jetzt kamen ja sehr lange keine Videos, warum, wie gesagt, ein trauriger Grund, dazu kommen wir aber gleich, aber erst einmal lüften wir schon mal das Geheimnis, wo wir uns hier befinden. Vor dem Regierungsbezirk. Ja, oh shit. Sein Wort ist hier gesetzt, habe ich gehört. Und ja, wir sind gerade direkt vor meiner Tür, aber Leute, jetzt kommt hier die richtige Community-Aktion, sage ich euch. Wenn ihr jetzt so richtig durchdreht, ich zeige euch meinen Arbeitsplatz, das habe ich hier geschrieben. Da, wo ich meine Videos immer produziere, das werde ich euch hier zeigen. Und dazu kommen wir dann auch zu dem traurigen Thema. Also Leute, das ist echt traurig. Dazu kommen wir, wie gesagt, gleich. Ich werde mich dahin begeben, und auf dem Weg, wie ich zu meinem Zimmer, in mein Zimmer reingehe, da durchgehe zum Arbeitsplatz hin, Leute. Da müsst ihr den Like-Button so richtig doll drücken, sodass er vibriert. Vibrationen. So, dass es eine richtige Community-Aktion wird. Leute, wir schaffen das. Ich glaube an euch, dass wir mehr Likes schaffen als bei meinem Fragen- und Antwort-Special. Und zwar werden wir gleich mal nachgucken, wie viele Likes wir da überhaupt haben. Ich habe vor 2 Tagen nachgeguckt oder so, da hatten wir gerade etwas über 1000. Und jetzt werden wir uns gleich mal gönnen, wie es dann in meinem Arbeitsbereich so aussieht. Ich mache mich auf den Weg, und ihr wisst, was zu tun ist. Miss Morgen, da bin ich. Hier seht ihr auch schon den wahren Grund, weshalb keine Videos so lange kamen, Leute. Guckt mal, ihr seht, dass der Desktop komplett leer ist. Oha, man sieht mich. Alter, Leute. Man sieht mich gerade echt, oder? So ein bisschen, hallo, da sieht man meine Hand so ein bisschen, aber ich glaube, mich kann man nicht erkennen. Selbst wenn mich juckt es nicht, dann habt ihr halt Glück gehabt. Und zwar seht ihr hier, dass mein Desktop komplett leer ist. Und das ist nämlich das Problem. Mein Computer muss ich auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, weil ich ihn, während er auf 8.1 geupdatet hat, automatisch irgendwie ausgeschaltet habe. Dann wurde er auf den Wiederherstellungspunkt zurückgestellt. Weil ich allerdings keinen hatte, war das kurz nach den Werkseinstellungen. Ja, und ich habe dadurch gar nichts mehr gehabt. Nicht mal mehr meine Anfangsvideos, die ich auf YouTube hatte. Das heißt, ich habe gar nichts. Ihr seht da selbst, dass ich einen komplett leeren Desktop habe. Ich habe jetzt hier selbst mal mir ein paar Programme wieder runtergeladen. Wie Photoshop natürlich ganz legal. Aber hier, Leute, guckt mal, Magic's Video Deluxe 2015 Plus, das habe ich mir gerade mal gegönnt. Und zwar ist das nämlich von meinem YouTube-Geld. Ja, wirklich, das habe ich ganz legal gekauft. Denn wenn ihr mir das ermöglicht, dass ich dadurch Geld bekomme, dann kann ich euch auch was zurückgeben. Richtig geiles Schnittprogramm, womit ich jetzt auch viel mehr Effekte machen kann. Bis zu 99 Spuren machen kann bei einer Aufnahme. Und das erleichtert es der Arbeit so viel mehr. Denn ich habe bis jetzt alles über Movie Maker gemacht und in Sony Vegas dann gerendert. Also richtig billig. Ich weiß auch nicht, was mit mir los war. So richtig unseriös habe ich das gemacht. Aber jetzt haben wir jedenfalls so endlich mal ein gutes Programm. Und zwar wollte ich euch jetzt eigentlich noch mal kurz danken für diese 2500 gefakten Angaben auf Facebook. Da sehen wir sie. Ja, kommt. Ach, das ist das S5. Hier will ich scharf stellen. Da, jetzt seht ihr das. Perfekt. 2552 Likes, Mann. Was für eine geile Zahl. Und ich habe da letztens sogar, kurz bevor mein Computer in die Ruinen sich stürzen musste, ein Special hochgeladen. Richtig lustiges Video. Müsst ihr euch auf alle Fälle mal gönnen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich wollte es eigentlich auf YouTube hochladen, aber daraus wird jetzt nichts, weil ich keine Sicherungskopien gemacht habe und so weiter und so fort. Und das war es jetzt eigentlich auch schon von dem Video. Ich wollte euch nur auf dem laufenden Stand halten und sagen, dass es... Oh, es wird jetzt nicht ausgeführt. Ich wollte es euch mal kurz zeigen. Das nehme jetzt Videos kommen werden wieder, allerdings denke ich mal erst am Wochenende. Wie gesagt, ich muss in diese Schnittprogramme erst kurz reinkommen, und da sieht man mich ja perfekt am schwarzen Bildschirm, aber alle, ja, sehr gut, dass die Kamera gerade ein bisschen unscharf ist, man muss das ja noch nicht sehen, da, das kommt im Special, so ein bisschen sieht man das, aber ich glaube, man erkennt mich nicht mal, meine Hand sieht man aber gerade bewegen, ja, moin, ja Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, das war ein anderes Video, aber ich habe euch gar nicht meinen Arbeitsplatz gezeigt. Ja, dazu gehen wir jetzt mal hier schnell über. Und zwar war ich so dumm, ich habe das schon mal aufgenommen, da hat man meine PayPal-Kontodaten gesehen, und das wollen wir alle nicht, auch wenn ich euch liebe. Mein Konto möchte ich nicht mit euch teilen. Und da seht ihr noch vom Paintjob-Tutorial ein paar Farben. Ich habe sie mir halt aufgeschrieben, weil ich es mir nicht merken konnte. Und ja, ein paar Serien oder so halt für Playlists habe ich mir aufgeschrieben. Und hier sehen wir mein Mikrofon. Und ja, das liegt hier gerade so, mein iPad mit Kopfhörer. Ja, und das ist hier mein Computer, mit dem mache ich alles, mein Laptop. Und guck mal, das wollte ich euch nochmal zeigen, einfach so. Wir sind ja Freunde, ne? Und unter Freunden zeigt man auch mal was Sinnloses, und ihr werdet das auch verstehen. Und zwar,
habe ich mir gerade diese gegönnt. Oh, die riecht jetzt gerade richtig hart nach Pfirsich. Das sind diese Pfirsichringe. Und ich will ja nicht sagen, aber diese Pfirsichringe werden zu einem Pfirsichring. Scheiße. Das ganze Teil ist leer. Einer liegt da drin und das ist hier alles irgendwie ganz verschmolzen. Sehr schön. Like dafür auf alle Fälle. Like dafür, wenn das richtig geil ist. Sich gleich im Mund schieben. Oh, gönnen wir uns jetzt. Bis dahin. Bis zum nächsten Video. Am Samstag geht's los. Ciao. You won't believe this.